Servus miteinander und herzlich willkommen wieder zurück zu Slime Ranger. Jo, wir gehen jetzt erst einmal schlafen, da es langsam dunkel wird. Es ist zwar noch sehr früh, aber hey, hin und wieder kann man auch mal früher ins Bett gehen. Das schadet definitiv nicht. Und dann haben wir hier wieder Früchte, die wir zum Füttern einsetzen können. Ist doch schön. Na komm, hoch da. So, alles mal eingesammelt. Komm mal runter da. So, wollen wir damit unsere Höhlenbewohner füttern? Ich glaube eher... ist eigentlich egal. Die werden sich schon melden, wenn sie was zu futtern haben wollen, oder? Würde ich mal annehmen. Auf jeden Fall haben wir hier wieder eine ganze Menge Mangos. Die wir da überall reinpacken können. Also zumindest die Honigs, die freuen sich darüber extremst. Oh, eine Minute noch. Sehr schön. Da komm mal runter vom Baum. Und da oben auch noch. Hier kommt mal alle mit. Sehr schön. 40 Mangos. Also gut, dann würde ich mal sagen, füttern wir direkt mal einen Großteil. Und dann füllen wir hier nochmal ein bisschen was ein. Oh, weißt du was? Den geben wir die Quadrabären und gut ist. Die fressen ja eh alles. Denen ist es ja eh egal. So, und dann wird hier noch eingefüllt. Ah, du bist fertig. Und dann bohrst du wieder aufs Neue. Du bist auch fertig. Du gibst mir auch nur Fossile und Glibber. Dann müssen wir ein bisschen was abgeben, bevor wir das hier einsaugen können. Ja, komm, geben wir mal das ganze Zeug hier ab. Und ich glaube, im Honigwald da hinten müssten wir eventuell auch noch mal ein paar Bohrer rumstehen haben. Glaube ich zumindest. Moment, da liegt ja noch was. Zum Beispiel der Spiraldampf. Früher oder später werden wir den ja auch benötigen. Ihr hört euch aber nicht so gesund an, Leute. Naja, wird schon. Ist ja eh erstmal eure letzte Mission. Und dann rennen wir direkt nochmal los. Und organisieren uns, wie soll ich sagen... ja, das ganze Zeug, was wir da hinten aufgestellt haben. Moment, vielleicht sollte ich dich mal mitnehmen. Ja, aktivieren brauche ich dich nicht. Moment. T. Genau, nehmen wir dich einfach mal mit. Dann wird er schon. So, da bin ich mal gespannt, ob da hinten was reif ist. Also, und... ja, Goldslime verschwindet. Dich will keiner. Dich braucht keiner. Du bringst dir an sich nur Geld. Glaubt nicht, dass ihr schon fertig seid, sonst würdet ihr ja fröhlich tanzen. Wie lange braucht ihr noch eine Minute? Dann fährt auf den Rückweg. Nun gut, aber dann darf ich halt nicht die Abkürzung nehmen. Hab ich hier noch was auf... Achso, ich konnte ja nichts mehr aufstellen. Stimmt. Na dann, immer weiter. Also, wenn man jetzt wüsste, wo man die Tiefensohle herbekommt, das wäre schön. Ah, da. Hier bekommen wir die Tiefensohle also. Das ist gut. 4 Stück haben wir. Da brauchen wir noch deutlich mehr. Wo kann ich noch was hinstellen? Ach, da. Genau, da kommt mal eine Raffinerieverbindung hin. Dann kann ich das Ganze hier abgeben. Nein. Meine Tiefensohle. Geht doch mal alle weg.
Sehr schön. Beste Idee des Tages, einfach das Gerät hier mitzunehmen. Oh, oh. Weißt du was, gibt mal den ganzen Plört her. Dann nehmen wir den einfach mal, soweit es geht, mit. Braucht man ja immerhin, früher oder später alles. Ach so. Nun gut. So geht's natürlich leichter. Weil hier nicht noch überall plört. Ja klar, der liegt hier überall rum. Hier noch was? Nein. Na dann, rein damit. Na, guck mal. So, dann packen wir dich wieder ein. Und dann schauen wir mal in diese Richtung. Genau, weil ich glaube, hier müsste ich noch ein paar Bienenstock-Extraktoren haben. Nun gut, gucken schadet ja nichts. Wow. Das war knapp. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? So, gut. Glück gehabt. Eieieiei. Immer diese brenzligen Situationen hier. Und du kannst mal baden gehen. Viel Spaß. Nun gut, weiter. Da bin ich mal gespannt, ob wir da was finden. Also das Zeug, was wir benötigen vor allem. Oder das Zeug, was ich da vermute. Nun gut. Oh, guck mal. Miezekatzenplört. Habe ich die Bohrer da immer noch? Ich hoffe mal. Ansonsten wird das... Ja doch, habe ich. Wo kann ich hier mein Sammelgerät hinstellen? Da. Warp-Technologie, Raffinerieverbindung installiert. Moment, Miezekatzen loswerden. Weißt du was, sammeln wir hier erstmal das ganze pinke Zeug ein. Nicht dich. Nur den Plört. Aber anscheinend gibt es hier nicht mehr. So, dann schauen wir mal. Oh, guck mal. Knallplört kann man auch immer gut gebrauchen. So, jetzt aber. So, dann den Honig hier rein. Honigfarben, 2 Stück. Au. Doch mal auf mit dem Quatsch. So ist wunderbar. Nein. Verschwindet. War's das? Anscheinend. So. Sumwachs. Bitte mal hereinspaziert. Und dann gucken wir mal, was du uns hier so gebracht hast. Honig, Sumwachs. Nicht besonders viel. Honig. Habe ich hier noch so eine Wabe? Ich glaube nicht. Kann ich die von hier aus reinschießen? Nein. Wäre ja zu schön, um wahr zu sein, wenn ich das so hinbekommen würde. Wenn wir schon mal hier sind, können wir auch direkt mal ein bisschen ausmisten. Zum Beispiel die ganzen Knallplörts und den pinken Plört. Früher oder später werden wir das ja eh alles brauchen. Die Frage ist, zählt so eine Verbindung, also so eine Raffinerieverbindung, auch zu den ganzen Bohrern mit dazu? Wenn ja, dann wird es ein bisschen kritisch. So, wir nehmen dich erstmal wieder mit.
Kann man ja immer gebrauchen. Grenze ist immer noch erreicht. Ich glaube, ich kann von jedem nur 3 Teile hinstellen oder so. Hm. Moment, Wasser. Wasser könnten wir auch direkt mitnehmen. Nicht dicht, du bist kein Wasser. So ist besser. Mhm. Naja, komm, das reicht. Verschwinden wir hier, bevor wir hier hinterrücks ermordet werden. Das will ja auch keiner. Nun gut, dann mal ab nach Hause. Wobei, hier gibt es doch irgendwo einen Teleporter, wenn mich nicht alles täuscht. Naja, in der Regel täuscht mich eh immer alles. Von daher kein Problem. Tam, tadam. Ach ja, da hoch. Und jo. Oh, es ist immer wieder anstrengend, hier irgendwo hochzufliegen. Dann hier rüber. Und dann sind wir so gut wie daheim. Genau, mal wieder durchs Tor durch. Da gehen wir ja eh zu selten durch. Und dann Abmarsch. So, hier durch. Und dann hier entlang. Durch das Gefahrengebiet. Und wo sind die ganzen gefährlichen Slimes hin? Die mögen anscheinend nicht. So, wie lange braucht ihr denn noch? 15 Minuten. Ist mal ein bisschen lang. So, dann schauen wir mal hier hoch. Stimmt ja, wir wollten ja noch den Steg da drüben überprüfen. Das kann ja alles dauern. Genau da drüben. Die sind fertig. Alles klar. Dann nix wie hin da. Ja, das werden wir noch sehr oft machen müssen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Spiel langsam immer repetitiver wird. Hm, Warp-Technologie installieren. Naja, hier gibt es nichts Besonderes. Ah, Fossilien. Und den Glibber können wir auch noch mitnehmen. Sehr schön. Und mitkommen. So, ab nach Hause. Wird schon wieder spät. Ist ja schon nach 6. Unglaublich. Hier könnte man mal kurz aufräumen. Immerhin gibt es hier eine ganze Menge pinkes Zeugs. Was man durchaus gebrauchen könnte. Früher oder später. Meistens früher als später. Weg mit dir. Ja, dann farmen wir halt eben den ganzen Wildwuchs hier ein bisschen ab. Nicht hier lang. So, und rein damit. Oh, oh. Das habe ich genau gesehen. Es ist eine sehr schlechte Idee, direkt vor meinen Augen zu spawnen. Verzieh dich. Ach, weißt du was? Verziehen wir uns. Wir müssen ja nicht wirklich alles einsammeln. Soweit kommt's noch. Nun gut. Immer schneller, immer heller. Ab nach Hause. Damit es auch mal irgendwann mal wieder heller wird. Ja, es tut mir fast schon weh, die ganzen Plots hier zu ignorieren. Na komm, das pinke Zeug, wenn es schon in so großen Stückzahlen hier rumliegt, sollten wir es definitiv mal mit nach Hause nehmen. Genau. Habt ihr auch ordentlich produziert? Oh, nö. Da geht ja noch was. Das ist auch die Meinung von denen da drüben. Ja, aber so langsam müssen wir mal wieder was produzieren, damit unser Geldstand wieder stimmt. Genau, hier installieren. Und dann rein damit. So, das eine Steinhuhn geht an euch. Die Rübe an euch.
und die Quadrabären an euch. Und dann haue ich mich mal aufs Ohr. So, jetzt sollten wir mal wieder schlafen. In den frühen Morgenstunden kümmern wir uns dann wieder darum, dass es wieder ein bisschen Geld reinkommt. So war das jetzt nicht gedacht. Dann zurück zur Ranch. Ich hoffe mal, die haben ordentlich was produziert. So. Vielleicht lohnt es sich ja ab und zu mal 2 Tage zu schlafen. Na dann, guten Appetit. Bekommt ihr hier noch ein bisschen was ab? Moment, wächst da noch was? Nein. Jetzt hätte ich beinahe alle Karotten hier weggeschossen. Eieieiei. So, ihr mögt auch Gemüse. Euch ist es eigentlich egal, was ihr zu futtern bekommt. Und ihr nur Fleisch. So, da oben haben wir noch Quadrabären rumliegen. Die saugen wir mal alle ein. Schade, dass da wieder so viele schlecht geworden sind über Nacht. Mhm. Die Frage ist nur, warum verschwinden die Bäume immer? Ein Baum ist doch irgendwas für die Ewigkeit. Nun gut, eigentlich egal. So, wie viele Mangos haben wir denn? Ich hoffe doch mal einige. Naja, zumindest können wir einige aufsammeln. Na, guck mal, die sind wieder fertig. Das ist doch schön. Da können wir hier noch schneller alles abfrühstücken. Also gut. Naja, ein paar Quadrabären habt ihr noch. Nehmt doch erstmal die vom Boden. Gut, dann füllen wir hier erstmal alles mit Quadrabären auf. Und hier bekommt dann wieder ein paar Mangos und du darfst drin bleiben. Oh, verdammt nochmal, kommt da viel zusammen. Und den Rest füllen wir einfach mal hier ein. Oh ja, für euch sind die Mangos wirklich sehr gut geeignet. Den pinken Plotz sammeln wir direkt ein und lagern ihn dort, wo er hingehört. Nämlich hier. Oh ja, so bekomme ich es reingeschossen. Da muss ich nicht mal mehr so viel laufen. Ach ja, gut. Die Schussrate könnte ein bisschen höher sein. Die geht halt nur höher, wenn man näher rankommt. Nun gut, habt ihr auch ordentlich was produziert? Naja, geht so. Könnte ruhig ein bisschen mehr sein. Ja, dann Lichtgeschwindigkeit. 208 mal Pink. Na, guck mal, hier haben wir noch ein bisschen Pink drin. So, und rein damit. Den Jägerplot und den Honigplot würde ich dann verkaufen. Damit wir auch mal wieder ein bisschen Geld rankommen. So, weg mit euch. Den Dampf könnte man hier mitnehmen. Oh, da geht alles mit. Sehr schön. Nur für euch muss ich was Spezielles holen. Ich habe da 2 Diamanten gesehen. Das ist doch gut. Früher oder später werden wir auch eine ganze Menge davon benötigen. Leider war kein royales Gelee dabei. Naja, vielleicht ist pro Bohrgang immer irgendwas anderes mit drin. Hm. Könnte möglich sein. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal darum, dass ein bisschen Geld reinkommt. Genau. 85 mal Honig. Ich brauche einen größeren Tank. Wunderbar. Und 41 mal Jäger. Da kommt wirklich sehr viel Geld zusammen. Das machen wir in dieser Folge noch.
damit wir auch mal ein bisschen in Kleingeld rankommen. Oh nein, Mangos. Habt ihr noch welche? Was war das jetzt für eine Aktion? Wollt ihr doch nur den Mango haben? Sorry. Meine Schuld. Und du hier rein. Also ich glaube, wenn wir dann mal zwei Nächte schlafen, dann sollten wir eventuell wieder überall reife Früchte rumliegen haben. Dann können wir wieder füttern. Läuft schon. So. Gutes Geschäft. Ja komm, da kommt ordentlich was beisammen rum. Vor allem, ich habe ja noch ein paar Honigs, die ich verkaufen kann. Und eventuell ist wieder ein bisschen Jägerzeugs nachgekommen. Das passt schon. Aber immer noch über 40 Stück. Jo, ich glaube, dann können wir uns unser letztes Teil kaufen. Nee, Jägerzeugs haben wir noch nicht neu. Weißt du was? Leeren wir auch mal direkt hier aus. Und hier. Pinkes Zeug kann man ja nie genug haben, haben wir ja festgestellt. Kann ich es mir schon leisten? Slimeballring. Jo, kaufen wir. Was kostet er mich an Ressourcen? Kurioses. Slimeballring. Royales Gelee und mehr Mietsblort. Bekommen wir alles hin. Keine Sorge. Das läuft schon. An dem ganzen Warp-Technologie-Geschmarre bin ich an sich nicht interessiert. Ich habe ja noch relativ funktionstüchtige Füße. Das klappt schon. Juhu, Oberschicht. Wir gehören jetzt zur Oberschicht. Wer hätte denn das gedacht? So, Miezekatzen haben wir gesagt, brauchen wir. Na komm, nehmen wir nochmal was davon mit. Abgemalt, da wird wieder frisch eingesaugt. Und da haben wir mal genug Miezekatzen. Ihr seid nicht so produktiv, weil ihr nicht so oft gefüttert werdet. Das ist schade. Au. Na komm, nehmen wir mal trotzdem alles mit. Ist in Ordnung. Genau, und das backen wir auch alles hier mit rein. Erstmal das ganze Felsenzeug, die Mietsblurts und den Knallblurt und den Redblurt. Und dann ist die Folge leider schon wieder vorbei. Schade. Oh, hopp da, hoch, hoch. So, meine Freunde, ich würde mal sagen, das war's jetzt von dieser Folge. Ich bedanke mich bei fürs Zugucken, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.